Das muss ich machen, weil ich habe zu viel männliche Hormone durch die Nebenniere. Darum hat Jessica fast die Hoffnung verloren, noch schwanger zu werden. Nun erwartet sie ein Kind, raucht aber weiterhin. Ihre Begründung ist medizinisch äußerst fragwürdig. Also ich habe ja, bevor ich ja überhaupt wusste, ob ich schwanger bin oder nicht schwanger bin, ja auch schon viel geraucht. Also das heißt, wenn man jetzt abrupt abbrechen würde mit dem Rauchen, A, würde ich dem Kind dadurch erst recht schädigen. Und wenn ich ganz und gar aufhören würde zu rauchen, hätte ich nur noch 3 Monate zu leben, weil ich Schimmel auf der Lunge habe und das ist der Schwarzschimmel.